Abschnitt 13. Konversation. Hören Sie zu. Was soll ich, Mutti? Petra, hilf mir bitte beim Tischdecken. Was soll ich holen? Hol mir das Besteck und die Gläser. Fehlt sonst noch was? Bring mir den Wein, bitte. Haben wir jetzt alles? Nein, hol bitte noch das Salz. Wiederholen Sie bitte. Was soll ich, Mutti? Petra, hilf mir bitte beim Tischdecken. Antworten Sie und wiederholen Sie dann bitte. Bitte sehr, was bekommen Sie? Geben Sie mir 5 Scheiben gekochten Schinken. Noch etwas? Können Sie mir einen Schweinsbraten grillen? Ja. Wollen Sie ihn sofort? Nein, der ist für heute Abend. Können Sie ihn bringen? Wir können Ihnen den Braten um 5 Uhr liefern. Brauchen Sie sonst noch etwas? Ein Glas Gurken, bitte. Das ist dann alles. Hören Sie zu. Bitte sehr, was wünschen Sie? Wir möchten uns Geschirrspüler ansehen. Wollen Sie eine besondere Marke? Nein, eigentlich nicht. Zeigen Sie uns bitte verschiedene Modelle. Wie viel kostet dieses Modell? Das kostet 900 Mark. Können Sie uns noch andere Fabrikate zeigen? Kommen Sie bitte mit. Ich zeige Ihnen ein sehr günstiges Modell. Wiederholen Sie bitte. Bitte sehr, was wünschen Sie? Wir möchten uns Geschirrspüler ansehen. Wollen Sie eine besondere Marke? Nein, eigentlich nicht. Zeigen Sie uns bitte verschiedene Modelle. Wie viel kostet dieses Modell? Das kostet 900 Mark. Können Sie uns noch andere Fabrikate zeigen? Kommen Sie bitte mit. Ich zeige Ihnen ein sehr günstiges Modell. Antworten Sie und wiederholen Sie dann bitte. Bitte sehr, was wünschen Sie? Wir möchten uns Geschirrspüler ansehen. Wollen Sie eine besondere Marke? Nein, eigentlich nicht. Zeigen Sie uns bitte verschiedene Modelle. Wie viel kostet dieses Modell? Das kostet 900 Mark. Können Sie uns noch andere Fabrikate zeigen? Kommen Sie bitte mit. Ich zeige Ihnen ein sehr günstiges Modell. Wiederholen Sie bitte. Können wir jetzt gehen?
Ja, sofort. Für wann haben uns Neumanns eingeladen? Sie haben uns für 8 Uhr eingeladen. Hast du den Kindern die Telefonnummer gegeben? Nein, das habe ich vergessen. Ich gebe sie Ihnen sofort. Soll ich ein Taxi rufen? Ja, ruf ein Taxi. Wir müssen uns beeilen. Antworten Sie und wiederholen Sie dann bitte. Können wir jetzt gehen? Ja, sofort. Für wann haben uns Neumanns eingeladen? Sie haben uns für 8 Uhr eingeladen. Hast du den Kindern die Telefonnummer gegeben? Nein, das habe ich vergessen. Ich gebe sie Ihnen sofort. Soll ich ein Taxi rufen? Ja, ruf ein Taxi. Wir müssen uns beeilen. Hören Sie zu. Warum nehmen Herr und Frau Müller ein Taxi? Weil sie zu Neumanns fahren wollen. Warum wollen sie zu Neumanns fahren? Weil sie Geburtstag feiern wollen. Wer hat heute Geburtstag? Herr Neumann hat heute Geburtstag. Antworten Sie und wiederholen Sie dann bitte. Warum nehmen Herr und Frau Müller ein Taxi? Weil sie zu Neumanns fahren wollen. Warum wollen sie zu Neumanns fahren? Weil sie Geburtstag feiern wollen. Wer hat heute Geburtstag? Herr Neumann hat heute Geburtstag. Dialog. Hören Sie zu. Ist dir was passiert? Hallo Dieter, hier ist Gisela. Ja, Gisela, was gibt's? Du, ich kann heute Abend nicht kommen. Ich habe einen kleinen Unfall gehabt. Ist dir was passiert? Nein, mir ist nichts passiert. Aber mein Auto ist kaputt. Blechschaden? Ja, es ist nicht schlimm. Aber ich kann mit dem Auto nicht mehr fahren. Die Lampen sind kaputt. Was machen wir da? Ich muss bis 6 arbeiten, aber ich kann dich um 6:30 abholen. Dann fahren wir gleich zu uns. Mensch, prima. Vielen Dank. Wiederholen Sie bitte. Hallo Dieter, hier ist Gisela. Da Gisela, was gibt's? Du, ich kann heute Abend nicht kommen. Ich habe einen kleinen Unfall gehabt. Ist dir was passiert? Nein, mir ist nichts passiert. Aber mein Auto ist kaputt. Blechschaden? Ja, es ist nicht schlimm, aber ich kann mit dem Auto nicht mehr fahren. Die Lampen sind kaputt. Was machen wir da? Ich muss bis 6 arbeiten. Aber ich kann dich um 6:30 abholen. Dann fahren wir gleich zu uns. Mensch, prima. Vielen Dank. Lebendiges Deutsch. Hören Sie zu. Claudia, bitte, mach die Tür zu. Moment,
Ich höre gerade eine Schallplatte. Ja, ja, das höre ich auch. Das ist ja ein fürchterlicher Krach. Ach, du hast doch keine Ahnung von moderner Musik. Ist das meine Zeitung? Bitte gib sie mir. Wiederholen Sie bitte. Claudia, bitte, mach die Tür zu. Moment, ich höre gerade eine Schallplatte. Ja, ja, das höre ich auch. Das ist ja ein fürchterlicher Krach. Ach, du hast doch keine Ahnung von moderner Musik. Ist das meine Zeitung? Bitte gib sie mir. Hören Sie zu. Hallo Peter. Du, ich bin vielleicht kaputt. Gib mir schnell was zu trinken. Hast du keinen Hunger? Doch. Machen wir uns eine große Portion Spaghetti. Wiederholen Sie bitte. Hallo Peter. Du, ich bin vielleicht kaputt. Gib mir schnell was zu trinken. Hast du keinen Hunger? Doch. Machen wir uns eine große Portion Spaghetti. Hören Sie zu. Also, am Montag kommt ihr alle zu mir. Was sollen wir mitbringen? Bring du einen Kuchen mit. Hans, kannst du Obst mitbringen? Mach ich. Ich habe noch eine Flasche Rotwein. Prima. Dann bring du den Wein mit. Wiederholen Sie bitte. Also, am Montag kommt ihr alle zu mir. Was sollen wir mitbringen? Bring du einen Kuchen mit. Hans, kannst du Obst mitbringen? Mach ich. Ich habe noch eine Flasche Rotwein. Prima, dann bring du den Wein mit.